herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe von Brusel Late Night. Da darf man ruhig mal klatschen, wir haben hier nämlich echtes Publikum. Sag mal Hallo. Hey, fantastisch. Ja, das ist die erste Ausgabe, habe ich gerade eben schon gesagt, von Brusel Late Night. Und der geneigte Zuschauer draußen denkt sich jetzt vielleicht, Brusel Late Night, was ist denn das? Das habe ich noch nie gehört, das kenne ich nicht, was soll das sein? Deshalb kurz die Erklärung für Sie. Brusel, das ist Dialekt für Bruchsal, Barockstadt, vielleicht haben Sie sie schon mal gehört. Und Late Night, Sie sehen, draußen ist dunkel, spät am Abend. Genau, wir haben heute nicht nur einen Gast hier, wir haben nicht nur zwei Gäste hier, wir haben heute ganze drei Gäste hier in dieser Show. Wow! Wow, und Sie sehen, Publikum interaktiv. Unser erster Gast, Jürgen Vogel, der Veranstalter, nicht der Schauspieler, das wird jetzt den einen oder anderen enttäuschen, aber unser Jürgen Vogel hat sicherlich das bessere Lächeln von beiden. Als jemand, der sein Geld mit Veranstaltungen verdient. War Corona ein Thema bei dir? Was? Dann geht's weiter. Wir reden über das Thema Foodsharing mit Manu Peters aus Untergrombach. Salz, yeah. Das Jahrtausende und noch länger alt ist, hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Und zwar, dann kannst du es nicht mehr verwenden. Und zu guter Letzt mit Linda Obhoff, die ist Leiterin des Museums Schweizer Hof in Bretten. Ihr habt eine riesige Playmobil-Stadt. Mhm. Ja, du musst nach Bretten kommen. Bretten ist nicht so schlimm, wie du denkst. Sie sehen, wir haben buntes Programm. Aber bevor wir zu unseren fantastischen Gästen kommen, blicken wir ein bisschen in die Region. Was war los? Wir haben wieder angefangen zu drehen. Neues Jahr, neues Glück, neue Outtakes. Hier zum Beispiel, was war da los, Gabi? Ja, liebe Zuschauer, das war's schon vom kleinen Streif zur Zeug? Nein, Zeug war es keiner. Mein Gott. Ja, Gabi, was ist da denn passiert? Ich habe keine Ahnung. Im Januar ist es Tradition in vielen Gemeinden und auch in vielen Städten, dass man einen Neujahrsempfang hat. Wir waren in Karlsdorf-Neutat, wir waren in Ubstadt-Weiher, wir waren natürlich auch in Eppingen und auf jedem anderen Neujahrsempfang waren wir wahrscheinlich auch. Und falls Sie keine Zeit hatten aus irgendwelchen Gründen, falls Sie verhindert waren, haben wir hier einmal für Sie die Reden der Bürgermeister zusammengefasst. Meine Damen und Herren, liebe Gemeinde, das Jahr 2023, und davon sollte man ausgehen, das ist doch, ohne darum herumzureden, in Anbetracht der Situation, in der wir uns befinden. Ich kann unsere Ziele für das neue Jahr 2023 in wenigen Worten zusammenfassen. Erstens, und das gilt auch für die Vereine. Zweitens, und das ist es doch, was wir unseren Wählern schuldig sind. Wer hat denn, und ich muss es einmal so deutlich sagen, nicht nur in Berlin, in Stuttgart, sondern bei uns in der Gemeinde, und meine Damen und Herren, warum denn auch nicht? Wir haben immer wieder darauf hingewiesen, dass die Frage des Umweltschutzes, der Wirtschaft, der Schulen und Kindergärten auch im Jahr 2023, und ich bleibe dabei, wo kämen wir sonst hin? Wo bliebe unsere Glaubwürdigkeit, meine Damen und Herren? Eins steht doch fest, und darüber sollte es keine Zweifel geben, wer das vergisst, und damit möchte ich schließen, der hat den Auftrag des Wählers nicht verstanden. Vielen Dank. Neue Show und Sie sehen auch neues Studio. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, bist du bereit, Mirko, hinter der Kamera? Dann würde ich sagen, es werde Licht. Wow, das ist beeindruckend, nicht wahr? Ja, wir haben ein bisschen was gefilmt, wie diese Studie entstanden ist und das zeigen wir Ihnen jetzt. Eine Tasse, das Leben ist kurz, trink aus. Und hier ein Bügeleisen. Das ist einfach ein geiler Kaktus. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen auf Balkon. Holderi, holderi, hollero. Du bist das Gelbe vom Ei. Coole Teppiche. Da kommt dann das Bild von mir und Harald Schmidt rein, weil das ist meine True Love. Ein Kerzenständer, mit dem man auch nachts aufs Töpfchen gehen kann. Das ist einfach cool, oder? Das ist einfach Style. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen auf Balkon. Holderi, holderi, hollero. Unser erster Gast für die Brusel Late Night ist Jürgen Vogel.
meine Damen und Herren. Hallo. Ja, hallo. Grüß dich. Hallo. Mach's ja bequem. Setz dich. Das ist deine Musik. Die hast du dir ausgesucht? Nicht ganz, aber fast. Fast ist nicht fast dein Genre? Hörst du lieber andere? Nee, ich bin doch so alt, dass ich nur noch die 80er höre jetzt. So alt bist du? Ja, wir haben auch alte Menschen hier als Gäste. Ja. Die passen ja dann zu unserer Zielgruppe, zu unserem Publikum. Jürgen, du bist Veranstalter oder im besten Fall, stell dich doch einmal kurz vor, wer bist du, warum sollte man dich kennen? Ja, da liegt mir auf der Zunge, wer bist du und wenn ja, wie viele? Ich bin Veranstalter, ja, zeitlebens sozusagen. Ich bin im selbstverwalteten Jugendzentrum groß geworden und was macht man da anderes als Veranstaltungen und Nachbarn ärgern? Und das haben wir auch trefflichst gekonnt. Dann habe ich was Anständiges gelernt zwischendurch auch und dann hat es mich dann spätestens im Jahr 2000 wieder in das Genre zurückgezogen. Dann fing das Zeltspektakel in Waldorf an, fing Leos Bühne an in Philippsburg. Dann haben wir in Forst, im Alex-Huber-Forum, weitergemacht. Forst ist ein Sendegebiet. Leo ist auf ein Tour. Ja, aber definitiv. Das Ganze, das war selten geplant, aber immer lustig. Ich habe mich natürlich auf dich vorbereitet, habe viel recherchiert. Und vielleicht ist ja der Schauspieler Jürgen Vogel ein Begriff schon mal gehört. Der teilte sich mit dir einen Namen. Und lustigerweise denkt jetzt der Algorithmus, also das Internet denkt jetzt, ich hätte Interesse an dem Schauspieler und kriege jetzt dauernd Informationen von dem vorgeschlagen. Zum Beispiel heute Morgen wusstest du, dass der Schauspieler Jürgen Vogel 7 Kinder hat. Respekt. Aber da will ich nicht mehr hin, mir reichen meine 3. Die reichen deine 3, ja gut. Aber das 7. jetzt, habe ich heute mitbekommen. Dank dir, vielen Dank. Wir haben ja vorher telefoniert, das ist ja alles geskriptet hier, das ist ja alles fest vorgeschrieben, was wir hier sagen. Und da hast du dann gesagt, es gibt noch einen dritten Jürgen Vogel. Es gibt noch nicht nur den Schauspieler und den Veranstalter, sondern es gibt auch noch einen Zahnarzt. Das ist sehr treffend, da der Schauspieler ja nicht das schönste Lächeln auf der Welt hat. Deins ist schöner. Aber es ist ein Lächeln. Markant. Also das kann man nicht wegreden. Ja, aber manche Gags schreiben sich quasi von selber. Wie ist das so, ne, als jemand, der sein Geld mit Veranstaltungen verdient? War Corona ein Thema bei dir? Was? Das war dieser, die Älteren erinnern sich, das war dieser Virus, diese Pandemie war, aber als jemand, das hatte ich nicht betroffen, oder? Nein, um Gottes Willen. Es hat mich überhaupt nicht betroffen. Ich saß zu Hause, hatte eine ruhige Kugel geschoben, das sehe ich heute noch. Und so kam es, wie es kommen musste. Ja, so kam es, wie es kommen musste. Nee, ernsthaft, wie ist es jetzt nach 2 Jahren Pause? Es geht wieder los, die Festivalsaison. Wie ist es? Wir sind auf alle Fälle auf einem guten Weg und es geht in die richtige Richtung. Wir haben noch vieles aufzuarbeiten. Es sind ganz klar, es war vieles schmerzlich, aber das, man kann nicht ständig nur rumjammern. Irgendwann muss man dann auch mal wieder in die Pötte kommen. Und ich glaube, dass da die ganze Branche aktuell auch auf dem richtigen Weg ist. Die einen oder anderen müssen noch ihr Netflix-Abo abarbeiten zu Hause, aber die kriegen wir auch noch. Und klar, wir haben es sehr stark reduziert, allein bei der Anzahl der Veranstaltungen. Okay. Und haben die Veranstaltungen, die wir gemacht haben, haben wir, glaube ich, sehr verantwortungsbewusst auch realisiert. Das finde ich toll. Das ist auch mal ein Applaus wert, oder? Ja, das ist, finde ich, ganz wichtig. Ja. Fantastisch. Ich habe ein Zeitungsinterview von dir gelesen, da wurdest du zitiert vor kurzem. Du bist ja ein gefragter Mensch in der Presse. Da stand drin, ihr müsst quasi wieder von vorne anfangen, ne? Es ist letzten Endes so, dass wir wieder von vorne anfangen müssen, weil die Leute, und da nehme ich mich nicht aus, man gewöhnt sich auch ans Rumsitzen. Das geht schon. Ich sitze gerne. Ich glaube, das ist schon eine Aufgabe, die Leute wieder in die Gänge zu kriegen. Und gehen kommen kann man, wenn man dann zu Zuckerwagen und Häusl kommt, im Mai spätestens. Gutes Stichwort. Was ist das denn? Erzähl mir mehr darüber. Zuckerwagen und Häusl ist ein bei viel Rotwein entstandener Festivalname, der sich auch wunderbar ZWH abkürzen lässt. Das kann man sich besser merken im Zweifelsfalle. ZZP. Das Ganze findet in Waghäusl statt und auf historischem Grund bei der Eremitage in Waghäusl, was, also ich sag mal, mindestens genauso schön ist wie das Bruchsaler Schloss.
Beruhigt euch, beruhigt euch. Das aber es gibt, das es gibt zumindest mal gemeinsame Bauherren. Nenn mal ein paar Stars. Wer kommt zu Zuckerwag und Häusel? Kennt man da jemanden? Ich fange mal hinten an oder ich fange mal gut. Im Südosten an. Goran Bregovic wird da sein am 21. Mai. Dann sehe ich viele Fragezeichen. Goran Bregovic ist der Rockstar, der Star aus Südosteuropa. Ich muss präzise formulieren, aber der Star in Osteuropa. Und hat, nachdem er viel Rockmusik in den 90ern gemacht hat, dann umgeschwenkt, hat Filmmusiken geschrieben, hat für Emir Kostavica, ich glaube, so hieß er dann. Für ihn Filmmusik geschrieben und ist wieder auf Tour gegangen mit seiner Wedding and Funeral Band. Und er kommt. Hochzeit und Beerdigung Band. Ja, das ist ja irgendwie das Gleiche, oder? Oder Moment. Ähnlich. Das war, glaube ich, bisher der beste Gag. Glückwunsch. Das kann auch lustig, die Sendung kann auch lustig sein. Ja, Götz Alsmann kommt auch, habe ich gehört. Ne? Götz Alsmann, der kommt dann eher aus Nordwesten, aus Münster. Und er bringt vor allem wunderbare Menschen mit. Es wird die SWR Big Band ihn begleiten. Und was mich persönlich besonders freut, ist, dass die ebenfalls aus Münster stammenden Zucchini Sisters, auch bekannt als die Zucchinetten, dabei sein werden. Und das ist wirklich eine wundervolle Kombination. Es war Big Band, Götz Alsmann und die Zucchini Sisters zur Eröffnung am 17. Mai. Und da freue ich mich wie auf alles andere auch riesig drauf. Wir freuen uns auf alles. Super. Was mich jetzt noch zum Abschluss interessieren würde, das ist jetzt, du musst auch nicht antworten, wenn du nicht magst, aber du kennst ja die Promis. Du hast die Kontakte als Veranstalter. Wer ist die berühmteste Person, die du jetzt gerade in deinem Handy Kontakten hast? Was glaubst du? Aktuell? Ja, oder wen du auch hattest. Auch die alte Nummer von Angela Merkel ist für mich okay. Die war mal Bundeskanzlerin. Das sind ganz viele und die abzuwägen, das fände ich jetzt auch seltsam. Aber natürlich gibt es da Kontakte. Man hat auch nicht ständig alle Kontakte der Künstler, sondern da gibt es ja noch Menschen, die die Künstler auch vertickern. Haben die Agenturen, habe ich schon mal was von gehört. Und ich glaube, so jeden Wohnort kennt man dann doch nicht. Aber es klar, das sind schon nette Kontakte und nette Menschen, aber eben auch nur Menschen wie du und ich. Und also deshalb freue ich mich auch noch, einen noch mit auf den Weg zu geben. Und das ist Hubert von Geusern, der am Donnerstag, den 18.05. da sein wird. Und seit heute, extra für dich, haben wir noch eine Veranstaltung freigegeben. Eine Premiere? Ja, sozusagen. Ja, klar. In der ersten Bruchsaler Late Night. Brüssel Late Night wurde natürlich was. Ja, klar. Und da holen wir den Knüppel aus dem Sack mit Schandmaul. Schandmaul, Folk, Rock, Band, die Speerspitze sozusagen des Folkrock, Mittelalter Folkrock. Und die kommen am 19. Mai nach Waghäusel zu Zuckerwag und Holz. Ich habe Zeit. Auf meiner Uhr ist, dass ich Zeit habe. Perfekt. Vielen Dank, Jürgen. Das war's. Magst du noch jemanden grüßen? Magst du noch was sagen? Also ich grüße mal dich. Danke. Das finde ich immer, weil wir haben uns ja fast nicht begrüßt heute Abend. Und Ich freue mich unglaublich, dass du es geschafft hast, vom Sie wegzukommen, obwohl ich so eine Autorität ausstrahle. Das finde ich wir so. Haben, als wir du hast lang gekämpft, aber jetzt hast du es. Als wir telefoniert haben im Vorgespräch, ist es wie, ich habe gefragt, darf ich dich duzen? Und danach habe ich dich die ganze Zeit gesiezt. Das war ein merkwürdiges Gespräch. Aber du hast mich immer nett darauf hingewiesen, dass ich dich schon wieder gesiezt habe. Das kannst du sehr gut. Na, irgendwas muss ich auch können. Fantastisch. Magst du noch? Das ist jetzt mal ganz spontan, aber das machen wir jetzt einfach mal. Wir haben hier, die haben wir gekauft, hat man ja auch gesehen, hier diese Punktetafel. Hast du Lust? Na, was bleibt mir anderes über? Dann mal gespannt. Da ist die Linie, genau. Dann sind wir mal gespannt. Also beim Dart war ich nie so gut wie dieser Saarbrücker Mensch, von daher. Ah, immerhin. Aha. Ich
Spitze. Immerhin. Nummer 1 bisher. Ich habe getroffen. Exakt. Und du führst die Liste aktuell an mit 10 Punkten. Aber ich glaube, das kann sein, dass unsere Gäste heute das schon toppen. Aber vielleicht auch nicht. Jürgen, es war mir ein Riesenfest. Ich hoffe, es war okay für dich. Und da geht's raus. Stimmt. Jürgen Vogel, meine Damen und Herren. Fantastisch. Cool. Eieiei. Super. Zwei kommen noch, dann können wir gehen. So. Unser nächstes Thema ist Foodsharing. Vielleicht haben Sie da schon mal von gehört. Und dafür haben wir als Gast Manu Peters. Woo! Ich finde immer die hier. Hallo. Hallo. Hi. Machst du bequem, suchst du aus. Kannst du auch da hinsetzen, wie du magst. Nee, alles so. Upsala. Stolper noch. Der erste Fehltritt direkt, super. Ja, super, gleich mal rausgehauen. Ich muss direkt nachfragen, warum hast du eine Tasche dabei? Was hat es mit dieser Tasche auf sich? Dir gefällt ja unser Wortspiel Fairteilen so gut. Also gibt es was zum Fairteilen. Und damit du heute nicht ganz auf dem hungrigen Trockenen sitzt, habe ich ein paar Überraschungen für dich dabei. Oh, das ist ein Applaus wert, oder? Ich bin sehr gespannt. Du entscheidest einfach selber, wann du die auspacken willst und wann nicht. Einfach mich unterbrechen und dann sehen wir das. So, wir haben im Vorfeld telefoniert. Man muss dazu sagen, liebe Zuschauer da draußen, du wurdest uns empfohlen. Wir haben jemand anderes angefragt, die Person konnte leider nicht. Dann hat sie aber gesagt, ich habe da den perfekten Gast für euch. Und dann wurdest du uns empfohlen. Wir haben telefoniert und dann haben wir beide am Telefon festgestellt, dass das Themengebiet, das du mitbringst, nämlich Foodsharing und so weiter und so fort, ist jetzt eigentlich gar nicht mal so lustig. Nee, eigentlich wäre ich mehr was für einen Polit-Talk. Ja. Aber wir haben gedacht, irgendwas kriegen wir doch schon noch zusammen. Genau, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass wir es irgendwie hinbekommen, das halbwegs doch noch unterhaltsam und lustig darzustellen. Und wir sind auf ein Thema gekommen. Da könnte ich stundenlang drüber diskutieren. Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Ja. Ha, dazu hatte ich dir was mitgebracht. Das beste Beispiel. Aha. Ein Salz. Und Salz, das Jahrtausende und noch länger alt ist, hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum und läuft. Ich muss direkt einhaken. Das ist auch so, kennt ihr das, wenn da drauf steht, Mindesthaltbarkeitsdatum, siehe Bodendeckel oder so? Ja. Also anstatt, dass sie es da hinschreiben, wo sie den Text schon haben, muss man irgendwie dann musst du es immer auf den Kopf drehen und alles. Ist es das? Ja. 19.07.25. Ja, das Salz, aber das Jahrtausende alt ist, geht im Jahr 2025 kaputt. Dann kannst du es nicht mehr verwenden. Ist schon immer viel drin. Das habe ich dir jetzt als Beispiel mitgebracht, weil das einfach so ein typisches Beispiel dafür ist, wie unsinnig das Mindesthaltbarkeitsdatum ist. MHD, was ist der Sinn dran? Mindestens haltbar bis, nicht tödlich ab. Also das ist so unser Standardsatz. Ja. Und auch die Industrie denkt langsam um und schreibt dazu, mindesthaltbar bis, aber durchaus noch genießbar danach. Du bist scheinbar da eine Expertin. Jetzt habe ich eine Frage. Ich habe mich gestellt. Bei einem Joghurt. So. Mhm. Wann würdest du sagen, esse ich nicht mehr? Wie viele Wochen, wie viele Tage gibst du dem Joghurt? Wenn er mir entgegenläuft. Zu lange. Also, es gibt Menschen, die können einen Joghurt nicht mehr essen, wenn er gestern abgelaufen ist. Und dann sage ich immer, halt, stopp, hat dieser Joghurt einen eingebauten Computer, der ihm um Mitternacht gesagt hat, jetzt gehst du kaputt, jetzt kippst du und ab morgen kann man dich nicht mehr essen. Funktioniert ja nicht. Haben die keinen Computer? Nein! Die Nanotechnik ist noch nicht so weit. Ach so, aber das kriegen wir bestimmt hin, dass der Joghurt direkt schlecht wird. Dann müsste man mal wieder in der Forschung Geld investieren. Ja, und das ist halt, also ein Joghurt durchaus. Wir sagen immer, nutzt eure Sinne und dann geht es noch weit drüber hinaus. Also wenn ich meine Nase benutze, dann wäre alles ablaufen. Na. Ja, da könnte es noch ein Jahr lang haltbar sein und ich würde sagen, schwierig, riecht irgendwie komisch. Magst du kurz, wir sind direkt reingestartet, aber magst du kurz sagen, wer bist du eigentlich? Ich bin auch wie die Mutter zum Kinde gekommen. Ich bin Foodsharing-Botschafter, das heißt Bezirksverantwortliche für den Landkreis Bruchsal, also für den Bezirk Landkreis Bruchsal und nördlicher Landkreis Karlsruhe. Das geht von Weingarten bis Waghäufel. Haben wir Leute aus Weingarten da im Publikum? Ja. Ja, ja.
Auch mal einen Applaus. Haben wir Leute aus Forst hier? Nein. Und ja, ich bin eine von den Gründerinnen. Und Foodsharing, wir müssen es ja auch immer übersetzen. Im Bruchsal. Foodsharing heißt? Lebensmittel teilen, Essen teilen. Weil ich bin nicht so gut im Spanisch. Weil ich fasse kurz zusammen, ihr habt Automaten aufgestellt, sehe ich das richtig? Oder kann man hingehen oder so Schränke und kann, wenn man Lebensmittel übrig hat, weil man zu viel gekocht hat, bevor man es wegschmeißt, kann man die dort abstellen. Sehe ich das richtig? Oder ist das nur ein Teil? Ne, das ist ein Teil unserer Arbeit. Aber das sind Schränke, in denen man Lebensmittel reinlegen kann, die man zu Hause zu viel hat. Aber offene Lebensmittel, also dein gekochtes Essen, geht leider nicht rein, weil da steht ja nicht drauf, was du da drin, was da du da reingemacht hast. Nur gute Zutaten. Ja, regional, aber das können wir nicht erahnen und nicht erriechen. Also ich kann's doch, Biofleisch. Ja. Vom Metzger. Doch. Das können wir aber nicht das erahnen und nicht erriechen. Also das musst du mir glauben. Wir haben Schränke. Wir haben Fairteiler-Schränke. Also das Wortspiel fair. F-A-I-R. Also vom fairen Verteilen. Und es geht einfach darum, dass diese Lebensmittel, die wir retten, aus der Tonne, vor der Tonne, weil sie aufgrund der deutschen Gesetzgebung im Müll landen, nach dem MHD nicht mehr verkauft werden dürfen, dass die nicht in der Tonne landen und dass die Menschen zugeführt werden, die sie essen, egal wer. Wir haben kein Prinzip, wer es kriegt. Okay. Es darf jeder sich holen, der es isst. Hauptsache es landet auch nicht in der Tonne. Auch adlige Menschen. Ich sage immer, ich habe vom Obdachlosen bis zum Professor alle dabei. Wirklich? Und wenn du einen Adelstitel hast, darfst du auch kommen. Auch du darfst dich dann nachhaltig engagieren, wenn du ein von oder zu bist. Hast du auch obdachlose Professoren, die da was holen bei dir? Obdachlose Studierte auf jeden Fall. Das glaube ich. Das ist keine Kunst. Aber ganz ehrlich, ich finde das eine klasse Sache, die ihr da macht, die du da machst. Deshalb einmal bitte einen Applaus hier in die Runde für dich. Danke. Ne? Fantastisch. Magst du noch jemanden grüßen? Ja, ich würde gerne alle Menschen grüßen, die uns in unserer, so viel Zeit haben wir jetzt in unserer Sache unterstützen. Ein bisschen Sendung. Weil alles, was wir so machen, geht ja nur, wenn die Gemeinschaft und die Leute da mitmachen. Wenn die Leute das Essen weiterverteilen, wenn die Leute uns Sachen bringen, die wir verteilen können, wenn die Betriebe auf uns zukommen und sagen, wir wollen, dass nichts wegfliegt. Mhm. Also die Sachen, da sind wir auf alle angewiesen und alle Leute, die uns da unterstützen, die möchte ich gern grüßen. Und das ganze Foodsharing-Team Bruchsal und nördlicher Landkreis Karlsruhe. Die Grüße sind damit ausgerichtet worden. Wir blenden hier, gibt es irgendwie eine Mailadresse, irgendwas, wo wir dir noch, das blenden wir dann jetzt hier ein. Bruchsal, genau hier. Genau, bruchsal@foodsharing.network. Cool, dann ist jetzt deine Chance auf der, ich bringe dir den Ball, ich bringe ihn dir. Auf der Punkteskala hier, also ist... Muss ich die Scheibe treffen? Wenn du daneben wirfst, gibt es keine Punkte. Nein. Nein. Außer es ist irgendwo eine andere Scheibe. Hopp. Sag ich doch. Ja, ich würde auch... Danke. Also wie weit muss ich sie dir in die Ecke kullern lassen? Das ist gar kein Problem. So. Darfst du noch mal werfen? Was glaubt ihr im Publikum? Darfst du noch mal? Ja. Okay. Geologie. Geologie? Ich glaube. Aber. Ja, ja. Wie viele Punkte sind Geologie? Geologie weiß ich nicht. Das musst du beurteilen. Du hast es aufgehängt. Ich würde dich jetzt einfach mal gesondert kategorisieren dann. Okay. Cool. Auch für dich gilt. Schön, dass du da warst. Ja. Hat mich wirklich sehr gefreut. Und da. Ja. Da ist zwar keine Tür, aber da geht es trotzdem raus. Okay. Danke, für das Video geht's da raus. Hallo. Future Olaf aus der Zukunft hier. Ich grätsch da kurz mal ein, denn die Manu Peters war so freundlich und hat mir und natürlich dem ganzen Team und auch unseren Zuschauern Chili con Carne mitgebracht. Das haben wir jetzt, das war in dieser Tasche drin, das haben wir irgendwie, wir kamen im Gespräch nicht dazu, deshalb, liebe Manu, falls du das siehst, ich bin mir nicht sicher, ob du es siehst, vielen Dank dir dafür. Und sie steht da rechts neben uns. Ja, das wird super. Ich freue mich. Ich bin großer Chili-Fan. Sie da draußen hoffentlich auch. Und viel Spaß noch mit der restlichen Show. Ja, verrückt. Wir haben leider nur kein Besteck. Ja, die Zeit fliegt, wenn man Spaß hat. Und jetzt stellt euch mal vor, wir hätten Spaß.
unser nächster Gast kommt aus Bretten. Das ist natürlich schwierig bei einer Brusel-Late-Night, wenn der Gast aus Bretten kommt. Aber wir versuchen es trotzdem irgendwie hinzukriegen, dass das ein einigermaßen okayes Gespräch wird. Hier ist Linda Ophoff, meine Damen und Herren. Das gibt's doch nicht. Hier, komm. Super, muss man machen. Hi. Setz dich, mach's dir bequem. Jetzt müssen wir jetzt austragen, die Musik. Cool. Ja, du kommst... Nee, du kommst nicht aus Bretten, aber du arbeitest in der Stadt Bretten, ne? Genau. Ich bin eigentlich ein Flehingerkind, aber ich habe ein Bretten-Abitur gemacht. Das ist immerhin besser. Ich habe ein Bretten-Abi gemacht 2008 und bin seit 2018 wieder in Bretten tatsächlich, nachdem ich länger weg war. Es ist, ne, also Bretten ist ja, es gibt Bruchsal, BR, Bretten, BR, das ist ja irgendwie so ein bisschen eine Konkurrenz und Ich möchte jetzt gar nicht sagen, welche Stadt besser oder schlechter ist. Ich sage nur so viel. Wenn wir uns am Fußball orientieren, der ja bekanntermaßen Maß aller Dinge ist, du wirst wahrscheinlich wissen, beim letzten Derby, 1. FC Bruchsal gegen den VfB Bretten, es schmerzt immer noch, ne? 3-0 für den 1. FC. Ja? Aber das soll jetzt überhaupt nicht sagen, welche Stadt besser oder so ist. Ne? Also, nee, bei Fußball bin ich eh raus. Ah, du bist Eishockey, sehe ich dich. Nee, auch nicht. Auch nicht, okay, nee. Gut. Dann sag doch einfach mal, wer bist du überhaupt? Ich bin die Museumsleiterin von den Städtischen Museen in Bretten, also vom Museum im Schweizer Hof, dem Stadtmuseum, dem Deutschen Schutzengelmuseum, gleiches Gebäude, zweites OG und vom Museum im Gerberhaus. Das auch älteste Haus in Bretten von 1585. Wer noch nicht dort war, der Besuch lohnt sich sehr. Wunderschönes Fachwerkhaus, direkt am Bächle gelegen. Es gibt auch einen fantastischen Beitrag auf Ihrem Lieblingsregio-Fernsehsender Kraichgau TV. Ne? Du bist ja uns vertraut, du bist ja quasi eine von uns schon. Du warst ja schon okay. Einmal vor der Kamera, glaube ich. Mindestens. Genau. Ihr habt eine fantastische neue Ausstellung und die nennt sich, ich habe sie mal verwechselt, Träume der Kindheit. Genau. Und ja. Das ist natürlich der Grund, warum wir dich eingeladen haben, denn ich erfülle ja gerade einen Traum meiner Kindheit mit dieser Late-Night-Show, Brusel Late-Night High. Das ist ja quasi mein Traum. Bei euch geht es um Spielsachen. Bei uns geht es um Spielsachen. Im Grunde decken wir einen Zeitraum ab von ca. 130 Jahren. Es gibt Mal. Tamagotchis, es gibt Barbie-Puppen, es gibt eine riesig große Playmobil-Ritterstadt, lohnt sich wirklich sehr. Wir haben Mitmachstationen für die Kinder und ich muss sagen, jetzt so nach 2 Wochen, wir haben am 6. Januar das erste Mal geöffnet, 3 Wochen. Mhm. Wir sind sehr zufrieden, die Ausstellung wird sehr gut angenommen, es kommen viele Familien, Eltern, Großeltern mit vielen Kindern und ja, die Mitmachstationen werden rege genutzt. Und ich denke, es gibt viel zu sehen für Jung und Alt. Ich habe mich ja ein bisschen eingelesen. Ne? Und was ich ja so lustig oder was ich faszinierend fand, ihr habt, wie du gerade gesagt hast, Spielzeuge aus verschiedenen Zeitaltern, sage ich jetzt einfach mal so groß. Und ihr habt quasi vom Tamagotchi bis hin zu, ihr habt ja wirklich so Schießstände noch, ne? Habe ich gelesen, wo dann quasi so ein bisschen einfach so als Kind so ein bisschen ans Gewehr gewöhnt wurde und so. Ne? Ja, aber das muss man im Kontext sehen. Also wir haben im ersten OG von der Ausstellung, also das ist ein knapp 300 Quadratmeter Ausstellung tatsächlich. Das ist relativ groß. Das ist fast so groß wie unser Studio. Größer wahrscheinlich, deutlich größer. Ach, und die Illusionen. Wir haben einen Themenbereich, der sich mit kritischem Spielzeug befasst. Spielzeug aus der NS-Zeit. Da ist Tamagotchi dann drin. Unter anderem, nee, natürlich nicht. Also Spielzeug aus der NS-Zeit, Spielzeug aus dem Kalten Krieg. Thema Rassismus im Kinderzimmer, was ja heute sehr heiß diskutiert wird, angefangen von Pippi Langstrumpf über den Struwwelpeter. Ja, darf man Pippi noch sagen. Ne? Ja, wer ist nur die Pippi Langstrumpf? Der Vater ist wohl belasteter, was das Thema angeht. Ja, also unsere Intention war, nicht nur das Thema Spielzeug von der rosa Glitzerseite zu sehen, sondern auch, was dahinter steckt, auch ein bisschen die kritischen Punkte. Mhm. Im Erdgeschoss, du bist offensichtlich schon eingestimmt auf unsere Ausstellung, Thema Gender Equality im Kinderzimmer. Ja. So Haushaltskram für die Mädchen. Auch Frauen können bügeln. Mhm, aber die Jungs auch. Das ist genau das, was wir vermitteln wollen. Und es ist doch sehr spannend, auch jetzt bei Führungen mit Kindergärten, wenn man mit den Kids mal so drüber redet, was für Spielsachen habt ihr denn, was findet ihr toll?
Und man merkt tatsächlich auch bei den Vierjährigen, dass sie sagen, nee, nee, ist gerade so passiert jetzt am Dienstag, mit Puppenhäusern spielen wir nicht, weil wir sind ja Jungs. Und ach was. Das finde ich schon echt erstaunlich. Nee, das finde ich, find ich nicht gut. Das finde ich... Ja. Ja, ne, da bleibt einfach der Ton weg. Das ist ja, also unser Ziel ist schon auch wirklich, den Kids zu vermitteln, dass sie einfach offen sein sollen für Spielsachen, ob das jetzt rosa Glitzer ist oder... Der Elektromann, da gibt es ja so Kosmos-Spielkästen aus den 50er Jahren, die auch ganz klar auf das jungen Klientel damals abgezielt haben. Ja. Parallel dazu in der Vitrine haben wir kleine Email-Putzeimer mit kleinen Putzlappen, wo dann steht alles wie bei Mutti. äußerst kurios aus heutiger Sicht. Von wann ist das Spielzeug 2010, oder? Nee, älter, so aus den 50er Jahren. Aber ich habe tatsächlich im Zuge der Recherche für die Ausstellung bin ich sehr bewusst auch mal durch Spielzeugläden gegangen oder auch durch große Spielzeugabteilungen. Und ich muss sagen, ich bin entsetzt. Das Thema ist nicht so von gestern, diese Genderfrage im Kinderzimmer. Also das ist schon... Ja. Beschäftigt mich seitdem auch ziemlich, muss ich sagen. Ja, also ist schon... Es hat mich erstaunt, weil ich natürlich selber aus der Spielzeit schon lange raus bin, aber das ist immer noch so... Ja, die drei Monate, präsent ist. Ne? Ja, genau. Bei dir ja, vielleicht. Oh, das war jetzt fies. Aber ich krieg's schwachen Applaus. Ja, aber worüber du hast nur kurz erwähnt, was mich schockiert. Ihr habt eine riesige Playmobil-Stadt. Mhm. Ja, du musst nach Bretten kommen. Bretten ist nicht so schlimm, wie du denkst. Ich war mal auf dem Peter und Paul, war okay. Das ist doch super, also. Nee, also das lohnt sich wirklich. Die Playmobil-Stadt hat einen Kollege von uns, ja, fast 40 Quadratmeter, also der Raum ist voll. Ein Kollege, Harald Schaaf aus Neidenstein, auch aus dem Kraichgau, hat die aufgebaut. Und ich muss sagen, der war 4 Tage fleißig und hat, da gibt es alles. Also die Werkstätten sind eingeräumt, die Häuschen, es gibt kleine Jagdszenen, es ist toll. Es gibt Jobs, die man nicht machen möchte, da gehört das sicherlich dazu. Ja, das war freiwillig, er sammelt auch die Sachen. Also, ach so, das war einfach sein Speicher ausgeräumt. Genau, ich bin eigentlich zufällig an ihn geraten aufgrund von einem anderen Termin und er hat mir von dieser Playmobil-Ausstellung in Neidenstein erzählt und habe ich gesagt, ja, zeig mal Fotos. Kannst du mir einen Kontakt zum Leihgeber verschaffen? So läuft es ja bei uns meistens. Ich also bin der Leihgeber. Über Mund zu Mund kommt man dann an die Leihgeber ran. Und dann hat er gesagt, ja genau, die Sachen sind von mir. Falls du Interesse hast, ja im Januar, das wird gehen. Und dann habe ich gesagt, okay, ist gebucht. Also ich finde es klasse. Salz? Ich weiß auch nicht, was das gerade war. Ja, cool. Dann haben wir ja, magst du jetzt noch jemanden? Ah, du hast ja gerade schon jemanden gegrüßt. Also wir haben nur Kontingent für noch 2 weitere Grüße. Wähle weise. Ja, also ich würde alle meine Leihgeberinnen und Leihgeber grüßen. Ohne die wäre unsere Ausstellung nicht möglich gewesen. Ja. Ich grüße vor allem auch meine Kolleginnen und Kollegen, die mich immer unterstützen beim Aufbau von Ausstellungen, bei der Vorbereitung, beim Abbau nicht zu vergessen. Das ist auch wahnsinnig viel Arbeit beim Transport von Exponaten. Ja, und ich grüße alle hoffentlich zukünftigen Besucherinnen und Besucher. Wir haben noch bis zum 26.03. geöffnet. Eintritt ist frei. Eintritt ist frei. Und der Austritt? Wir haben eine Spende, Kessle. Und wir freuen uns, wenn es was gibt. Wenn es nichts gibt, ist auch gut. Also, kann man mit PayPal zahlen? Oder nee. Nur mit Karte. Nur mit Karte, klar. Oder mit Spielgeld in eurem Fall. Ne? Mit so, ja. Zu Bünzke. Ja, fantastisch. Dann muss ich dich doch, es tut mir leid, aber da muss jeder durch. Ich muss dich einmal bitten, du hast 3 Würfe, vorausgesetzt, du triffst 2-mal nicht. Und mir landet da wahrscheinlich in der Kerze ab, warte. Ja, wenn man mal gucken, aber brennt. Achtung. Oh ja, die Technik ist gut. Oh. Ich hab dich vorgewandt. Ja. Oh! Fantastisch. Ich weiß nicht genau, was das jetzt ist. Weiß zwischen 80 und 10. Ich glaube, das sind 80 plus nochmal 20 extra Punkte, oder? Aber ist das besser als Geologik? Das wissen wir noch nicht. Das müssen wir erst noch klären. Aber das entscheidet die Jury später. Das blenden wir dann hier ein. So, Linda, du darfst doch nicht gehen, weil ich habe mich daran erinnert. Es ist die erste Folge von Brusel Late Nights und wir haben uns gedacht, die Gäste der ersten Folge, die müssen den ja irgendwie, die brauchen ja was, um sich dran zu erinnern. Wenn ihr in 10 Jahren dann euch denkt, wow, da war ich mal zu Gast und jetzt ist es so erfolgreich. Und für die Vitrine oder fürs Museum zum Beispiel. Mhm. Ja. Wir haben was Fantastisches und deshalb bitte ich alle beiden Gäste, die wir davor hatten, den lieben Jürgen und die Manuela, bitte einmal nach vorne nochmal zu kommen. Und ich gehe kurz hinter die Bühne.
Die waren nämlich die ganze Zeit im, die waren die ganze Zeit da, ich weiß. So, und hier für euch und Mirko, der Mirko holt schon. Wir machen nämlich jetzt noch ein schönes Foto, ein schönes Polaroid. Und einmal, ich fange bei den Damen an, fange bei dir an. Für dich, dann für dich. Dankeschön. Und natürlich auch cool. Für dich, liebe Jürgen. Da steht sogar drauf, dass ihr dabei wart, falls ihr es vergessen habt. Ihr wart dabei. Gut, super. Da ist die Polaroid-Kamera. Ich weiß nicht, wie wir es machen können. Ich mache einfach so. Wow. Mag noch jemand ein wichtiges Foto machen? Hat jemand... Petsy macht noch ein wichtiges Foto. Genau, und jetzt einmal bitte lächeln. Ich fand es wirklich schön, dass ihr alle da wart. Ich hoffe, es war okay für euch. Und liebe Zuschauer da draußen, ab jetzt hoffentlich, ich weiß, vielleicht wird es auch abgesetzt, weiß ich nicht, ab jetzt hoffentlich einmal im Monat, immer am Ende des Monats. Ich freue mich auf Folge 2, Folge 3 und auch Folge 7 wird klasse. Schönen Abend noch.